Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu einer neuen Folge Let's Play Desperados 2 Cooper's Revenge. Ja, ich habe jetzt dieses Jahr schon länger her, ist es, dass ich die begonnen habe. Jetzt möchte ich die auf jeden Fall weiterspielen und ich möchte das Spiel nämlich auch beenden. Es kommt ja Desperados 3 raus, das habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen. Wurde ja überall schon angekündigt, war auch auf der Spielemesse jetzt neulich. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich dann auch spielen werde und wozu ich jetzt eigentlich auch schon viel mehr Informationen habe als viele Menschen. Es wird ein gutes Spiel, kann ich nur sagen. Mehr darf ich gar nicht sagen und kann gar nicht sagen. Es ist auf jeden Fall wieder ein Spiel von Mimimi Productions. Das habt ihr wahrscheinlich gesehen. Die haben auch Shadow Tactics gemacht und die bringen jetzt dann auch Desperados 3 raus. Und wenn man sich schon mal die spielbare Demo angeschaut hat auf der Messe und das Level, was es dort zu spielen gab, hat man schon ein bisschen einen Vorgeschmack bekommen. Das wird, glaube ich, ein ziemlich cooles Spiel. Nein, ich bin mir sicher, es wird ein ziemlich cooles Spiel, sagen wir es mal so. Und ja, wie gesagt, Desperados ist eben der dritte Teil, der rauskommt. Und es gab noch zwei weitere. Den ersten habe ich schon hier gespielt auf meinem Kanal und jetzt spiele ich eben Desperados 2 durch. Desperados 2 ist eben so ein Teil, der war ein bisschen so der verhasste Teil dieser Serie, weil er so träge beginnt. Er ist ganz anders als wie die ganzen anderen Strategie-Echtzeit-Taktik-Spiele, die ich bisher hier gespielt habe und die es überhaupt auf dem Markt gibt, weil er eben langsam ist. Er ist auch in 3D. Dieses 3D ist ein bisschen, naja, eben wie 3D eben war zu dieser Zeit nicht besonders cool, aber ja, sie haben es halt eingebaut. Und dieses Future von 3D zerstört ein bisschen das Echtzeit-Taktik-Spiel, was man so kennt, von oben. Aber wenn man das Spiel ein bisschen länger spielt, ist es durchaus eigentlich gut gemacht. Ich finde es nicht schlecht. Ich finde es Desperados 2 nicht schlecht. Es sind die Aufgaben, die man da zu bewältigen hat, nicht einfach. Das Einzige, was eben ein bisschen schade ist, ist, dass das Spiel ein bisschen träge ist und dann braucht es etwas länger. Die bewegen sich so langsam. Man muss dann dennoch rechtzeitig reagieren und dann reagieren die nicht so schnell, wie man es gern hätte. Und das zerstört ein bisschen das Spiel. Aber die Fähigkeiten, was sie eingebaut haben für die Charaktere und wie man diese Level löst und durchaus diese Unterschiedlichkeit in den ganzen Aufgaben und in den Leveln selbst ist eigentlich ziemlich cool gemacht. Also ich würde sagen, das ist ein gutes Spiel. Insgesamt ein gutes Spiel. Man muss ein bisschen Geduld aufbringen und die ersten paar Levels mal geschafft haben. Danach ist das Spiel recht abwechslungsreich und ja, ganz cool. Ich würde sagen, wir steigen jetzt ein. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wo ich das letzte Mal stehen geblieben bin. Irgendwo halt, weiter hinten und oder mitten im Spiel. Ich weiß nicht genau, wo ich bin. Auf jeden Fall bin ich dort bei dieser Geschichte, wo ich das vorverteidigen muss. Ja, das war eigentlich ziemlich cool ist. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich in-game. Ich wünsche euch wieder viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Wie gesagt, Fort Wingate sind wir. Das ist die Mission 4.4. Ich habe so komische Bezeichnungen für Missionen. Und ich würde sagen, wir spielen da jetzt weiter. Ich glaube, ich kann nicht mehr so genau reden. Ich weiß nur, dass wir das vorher jetzt bewachen müssen. Zuerst haben wir es eingenommen, jetzt müssen wir es bewachen. Wir haben was gestohlen aus einem Büro, haben dann jemanden beschuldigt und jetzt ist er gegen uns. So in die Richtung lief die Geschichte. So, ich muss mich mal mit der Steuerung wieder zurechtfinden. Q und E, aber irgendwie ging das mit der Maus auch. Auch. Kamera drehen, warte noch mal kurz. Es ist schon ein paar Monate her, dass ich das gespielt habe, deswegen das vergessen. Links lehnen, drehen, QE, herauszoomen, Ziffernblock. Okay, echt Ziffernblock. Ja. Sicht wechseln, Tabulator. Ja, das weiß ich noch. Sichtkegel anzeigen, Alt. Ja, dahinter klicken, genau, Minikarte, Missionsziel schnell speichern, F5, F8, okay. Wir speichern mal. Ja. Ja. Es ist eben eine andere Steuerung als in anderen Spielen. Da muss, wenn man ständig diese Spiele wechselt, dann muss man immer wieder umdenken. Okay. Also, wir sind da jetzt hier in der Mitte, haben all diese Charaktere, für die, die Auf. diese Spiele nicht kennen. Was geht's? Möge Manitou mir Kraft schenken. Ja, Hawkeye. Pablo Caramba! Sanchez, Sam Jetzt Williams, komm Doc McCoy, ich! Hat Kate jemand O'Hara Lust auf eine Runde Poker? Zur Sache jetzt. Und John Cooper. Okay. Und
Wir müssen jetzt mal sehen, was sagen die Missionsziele. Die Geiseln in der Poststation. Clarks Männer haben die Zivilisten der Poststation als Geiseln genommen und drohen damit, sie zu erschießen. Befreien sie die Geiseln. Also ich bin jetzt hier drin, in diesem Fort, und habe überall hier auf diesem ganzen Gelände Geiseln verteilt. Die muss ich jetzt alle befreien. Da sind welche, da sind welche, da, da, da und da. Okay, als erstes muss ich scheinbar die hier in der Poststation befreien. Das ist hier rechts von mir. Wie ihr hört, es wird ständig geballert hier. Ziemliche Schießerei, weil die Männer müssen jetzt irgendwie die anderen Männer töten, aber die treffen sich eh nicht irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber das ist so. Und meine sind, glaube ich, die blauen. Genau, die helfen mir. Munition. Okay, und jetzt müssen wir halt ein bisschen wild werden, glaube ich. Hier war letztes Mal so ein Eingang. Aber da steht einer auf der Gegenseite. Aha, okay. Ich könnte den versuchen zu erschießen. Kaboom! Ich bin schon unterwegs. So, ich probiere mal jetzt. Oh Mann! Naja, ich kann jetzt, glaube ich, so viel wie möglich einfach erschießen. Kinderspiel. Boah, sind das viele. Jetzt schauen wir mal kurz. Wir gehen mal in diese Ansicht. Sobald das weiß ist, kann ich schießen. Ja, ich bin nicht gerne in der 3D-Ansicht, muss ich sagen. Was ist denn da losgeflogen? Oh, er hat mich zwar erwischt, aber ich habe ihn erwischt. Wow. Die kommen daher. Warte mal. Auf, Soldat. Ah, ich habe keine. Nein! Er hat mich so erschossen. Okay, nochmal. Das war keine gute Idee. Ich dachte nicht, dass die dann herkommen, aber die kommen her. Also kann ich da jetzt nicht einfach rein. Was für ein Job. Ich habe auch keine Munition mehr, ich habe kein Gas mehr, ich habe kein... Habe ich noch irgendwo was? Nee, hier oben liegt noch ein bisschen Gewehrmunition. Sie haben die Poststation erobert! Was ist? Doch, geh mal darauf. Hol dir mal die Gewehrmunition. Lauf, Doc. Boing. Könnt ihr niederhauen? Ich auch nicht. Ich habe schon bessere Kugeln gesehen. Okay, so, jetzt habe ich wieder Gewehrmunition. Ich mutmaße mal, also wie ihr seht, die haben uns ziemlich eingekesselt. Das sind die Feinde und das sind wir. Und ich glaube, ich komme da nicht durch. Ich könnte jetzt da raus und versuchen, die hier irgendwie zu töten. So geht er da runter. Gib mir Deck. Ich weiß nämlich genau, nicht genau, wo ich als nächstes hin soll. Durch diese Tür scheint es etwas schlecht zu sein, weil da eben einer ist auf der Gegenseite. Bin gleich. Kann ich die da auch befehligen? Was eigentlich jetzt? Ah, ja, genau, rechte Maus, also so war das. Nein, die kann ich nicht befehligen. Okay. Mhm. Hat jemand einen Arzt gerufen? Wir probieren das jetzt nochmal mit dem Gewehr. Bin gleich da. Aus der 3D-Perspektive. Da musste man, glaube ich, Shift. Halt. Halt, genau, ja. Zum Gefängnis! Wir haben die Offiziere festgesetzt! So. Nachgeladen. Kommen wir her? Ich glaube nicht. Okay, ich glaube, ich muss den nur mit einem Schuss töten. Dann war das gut. So. Hopp. Das Zoomen ist so extrem empfindlich. Okay, aber ich kann jetzt rein und es stört mich niemand. Okay. Ich werde jetzt da reingehen. Ich mache das jetzt aus der Perspektive, obwohl ich das nicht so mag. Ihr seht auch warum.
geflogen. Zeig mir nicht den Hut. Wow. Ah, er hat mich erwischt. Ich habe ihn gar nicht gesehen, aber er hat mich erwischt. Aber es war keine schlechten Schüsse. Ist die Frage, ob ich den normal oder normal. So ist so komisch. Frankreuz ist in der Mitte, aber er ist. Habe ich viel erwischt. Ah! Er hat nicht nachgeladen. Oder hatte ich keine Schuss mehr? Was hat der jetzt falsch gemacht? Nein. Was hat er? W11 Schuss. Ich töte sie trotzdem so, weil es sind so viele. Ballern so. Ich bräuchte eine Massenwaffe irgendwie, ein Dynamit oder so, dann könnte ich die alle auf einmal erledigen. Haben wir Dynamit? Möge Manitou mir Kraft schenken. Er hat drei Pfeile und eine Waffe. Und eine Axt. Ich bin Pablo Sanchez! Pablo Sanchez, der hat aber auch nicht viel. Gehen wir es an. Cooper hat auch ein paar Schuss. Gehen wir mit Cooper los. Vielleicht bringt das mehr. Bin gespannt, ob das besser ist. Warum sterben die so schnell? Oh Gott. Ich hab nichts, ich hab keine. Auf der Karte irgendwo Munition. Ja, hier, jede Menge. Hier gibt es ja noch Dynamit und so Zeug. Ach so, na, dann gehe ich mir mal das Dynamit holen. Mach mal so. So, komm schon. Das macht Spaß! Schießen die mich eh nicht ab? Nein. Kinderspiel! Okay, also ich muss also vorankommen und dann. Ich fühle mich in den Saloon rein. Wow. Der ballert doch nicht. Okay. Ganz gut, glaube ich. Ja, von meinen. Das kann man meinen. Und so warten, bis das Fadenkreuz klein wird. Okay. Hallo, Mana. Ein Angriff? Wie kann das sein? Weg, 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 weg. Ich finde das so komisch gemacht. Ich will langsam dich bewegen. Ego-Shooter ist es keiner. Und die anderen sind so schnell, bei denen, die zielen so schnell. Wenn ich da einmal drauf drücke, zack. Duck dich mal. Ha. Ein Angriff? Was ist denn da in die Luft geflogen? Alarm! Hey, Sie! Bleiben Sie stehen! Oh. Ja. So. Raus aus der Ich-Perspektive. Ah, weg da. Klarer Fall! Kinderspiel. Ein Angriff? Alarm! Ist da wieder einer rausgekommen?
Bleib mal hinter der Tür. Okay, ich habe mal zwei erledigt, das ist gut. Das lassen wir so. Ich wollte mir das Dynamit von hier holen. Hier ist Dynamit. Dann kann ich die alle auf einmal in die Luft sprengen. Müsste aber den da jetzt erwischen, glaube ich. Und den da. Was springt raus bei dem Job? Ah, falsch. Unsere Männer sind da! Aber ich schon weiß. So wie sich der bewegt, der ist eigentlich im Fadenkreuz. Wie geht er jetzt weiter? Ich werde den im Haus jetzt töten. Ich musste dich weg! Besser nicht! Besser nicht! Hallo! Was war denn das? Okay. Ich habe den Zivilisten befreit, oder? Nee, oder? Doch. Das war, glaube ich, die Zivilisten in der Poststation, weil ich glaube, das war die Poststation. Okay, jetzt schauen wir mal weiter. Es ist nicht der Hide and... Jetzt kann ich wieder schießen. Was war denn das? Kein Problem. Danke. Pfeile. Und Waffen. Okay, wie war kriechen? Kein Problem. Leg, was war das für eine Taste? B, okay. Dass der Sergeant sieht. Okay. Das ist meiner. Auch mit dir. Ah, die sind die meine, oder? Da schreit doch jemand rum. So, jetzt gehen wir da rein. Okay. Das müssen nämlich irgendwie funktionieren hier. Da schreit doch jemand rum. Ich glaube, die sehen mich, ne? Was war denn das? Was war das? Gib mir mehr davon. Ah. Hey, du! Ah, der steht auf, wenn er Dynamit schmeißen will. Das ist nicht gut. Ich hätte, was hätte ich machen sollen? Das Dynamit vielleicht rausnehmen? Mitnehmen? Wow, was war denn das? Kein Problem. Tür auf. Ah, ein paar Freudenspender für meine Winchester. Jo. Alter, raus da. Da sind die Bösen hier. Der da, oder? Der hat sich umgeregt und mich erschossen. Warum? Okay, nochmal. Ich sollte vorher speichern hier. Ich hole jetzt die Munition nicht mehr von da drin. Ein paar Freudenspender für meine Winchester. Muss mal schauen. Weg damit drauf, ja. Yippee-yay! Das ist ein Böser. Das sind alles lauter Böse da drin. Okay. Wir probieren mal nochmal. Vielleicht kann ich sie doch erwischen, irgendwie. Seine Waffe ist so schlecht. Ich brauche einen anderen, der eine bessere Waffe hat. Cooper vielleicht mit der Pistole. So, jetzt bleib mal da stehen. Wen haben wir noch? Holen wir mal den Indianer. Mit dem habe ich gar nichts gespielt bis jetzt. Hawkeye. Vielleicht ist Hawkeye besser. Hawkeye hat das Ende seines Weges erreicht. So, Hawkeye, geh mal hin. Hawkeye kennt seinen Weg. So, ich pfeile. Super netter, oder?
Nee, ist er nicht, aber wie kann es sein, dass der Typ da von da hinten... Das ist ein bisschen komisch gemacht, der läuft da durch und niemand stößt sich an den. Obwohl der gerade tot ist. Okay, was haben wir hier noch? Vielleicht kann ich hier vom Hintereingang rein. Ja, ich muss glaube ich vom Hintereingang rein. Ich muss aber schauen, dass mich die Typen hier nicht erwischen, weil es sind alle lauter Feinde. Alle roten Punkte sind Feinde. Das sind hier ziemlich viele Feinde. Okay, ich werde mal probieren, mit Hawkeye das zu machen. Warte, wir schalten noch die Umgebungsgeräusche ein. Welchen Pfad soll Hawkeye als nächstes beschreiten? Ah, da ist er, ne? Okay, also wir schauen mal kurz, was Hawkeye kann. Okay, einer war erwischt. Das ist mir stark, Alter. Wir speichern. Okay, ich glaube, ich habe jetzt ziemlich viel erwischt. Okay. So, jetzt habe ich mir hier den Weg freigeschossen. So, hier noch ein paar Typen. Jetzt lasse ich's richtig krachen. So, komm mal mit. Ich komme. Da kann ich jetzt hier ein paar Munitions. Ich bin schon unterwegs. Munition holen. Ich gehe schon. Falsch. Der ist den falschen Weg gelaufen. Die ist direkt hinten beim Hintereingang rein. Falsch. Der ist ziemlich guter Hocker, weil seine Pfeile sind lautlos. So, okay. Gut. Jemand einen Arzt gerufen. Moment. Ich habe noch eine befreit. Achso, ich muss hier alle Zivilisten befreien. Wie viele sind es denn? Steht halt nicht, wie viele es sind, aber es sind genug, glaube ich. Der eine gelbe Punkt ist noch ein Zivilist, dann habe ich ihn befreit. Ja, okay, das war die letzte Zivilistin. Verfluchte und damit habe ich alle hier bei der Post befreit. Theoretisch müsste ich ja auch gar nicht mehr hin. Ja. Aber ich hol noch was, was es zu holen gibt. Dann also darüber. Oh. Was springt raus bei dem Job? Doch. Was für ein Job. Da hätte ich ja schießen können jetzt. Hawkeye ist tot. Gott, ich habe gespeichert und Hawkeye ist jetzt tot. Des weißen Mannes. Hau. So. Raus da. Okay. Nichts kann Hawkeye aufhalten. Jetzt lass ich's richtig krachen! So, geh auch mal raus. Okay, ich tue mal die Leute raus. Ich glaube, es sind nämlich alle Zivilisten befreit worden. Hat jemand einen Arzt gerufen? Okay. Was jetzt? Habe ich nicht alle befreit jetzt? Doch. Jetzt lasse ich's richtig krachen! Möge Manitou mir Kraft steuern. Die Zeit der singenden Pfeile ist Kaboom! Yo! Kinderspiel!
Das sind doch jetzt alle befreit, oder? Da fehlt noch. Die da hinten. Da ist ja niemand mehr, oder? Nein. Ja, ich würde gerne die Situation hier bereinigen, dass niemand mehr kommt von da aus. How? Okay, ich gehe nochmal rein. Okay, kennt seinen Weg. Warte, ich gehe mit Cooper, mit Doc rein. Ich gehe schon. Aha, sobald ich da in der Nähe bin von den Zivilisten, habe ich es geschafft. Okay, gut. Verfluchte Schinderei. Und jetzt, glaube ich, ändert sich das hier. Jetzt checken die, dass die Wachen nicht mehr da sind und dann kommen die und drehen halt auf. So, ich hole mir jetzt aber Munition. Dann also darüber. Munition wird aber auch Zeit. Sargnägel. Gut. Heilkräuter. Vielleicht sterbe ich doch nicht so schnell. Wir hatten die Heilkräuter. Wir hätten Heilkräuter gebraucht. Okay. Ich lade mir hier nur die ganzen Waffen und sowas auf. Das eine Dynamit wäre wahrscheinlich sehr, sehr nützlich. Wenn's sein muss. Gut. Weg da. Okay, der hat jetzt gemerkt, wir haben ihre Zivilisten. Okay. Hat jemand einen Arzt gerufen? Okay, es kann mir aber wurscht sein. Die anderen Leute sind mir wurscht. Ich musste nur die Zivilisten befreien. Okay, gut. Wo sind die nächsten Zivilisten? Kampf um die Baracken. Okay. Hoppala. Die lasse ich jetzt mal. Den Rest hier hinten kann ich lassen. Wir hatten eigentlich Heilkräuter. Der wahrscheinlich, oder? Nee. Aber nur er braucht... Achso, er hat wahrscheinlich genug. Wollen wir spielen? Hat sie Heilkräuter machen? Jetzt komm ich. Was soll Sanchez machen? Keine Ahnung, wer die Heilkräuter braucht. Zur Sache jetzt. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall zu den Baracken rüber. Wer springt raus bei dem Job? Vorwärts. Beeilung. So, jetzt kommt mal ein Element. Und jetzt schauen wir mal, wie wir zu diesen Baracken da rüberkommen. Da bin ich. Was ist hier? Okay, einfach nur Leute, die halt da kämpfen. Okay. Hier sind die Feinde. Und die sind hier eingekesselt in dem Gebäude und stehen natürlich ziemlich schlecht. Hier würde ein Dynamit voll helfen. Ein Dynamit da rein und alle sind auf einmal tot. Das wäre schon super. Vielleicht sollte ich versuchen, das Dynamit doch zu holen. Ich glaube, ich muss das Dynamit holen. Aber mal schauen, ob ich es ohne schaffe. Aber ich glaube nicht. Gut, was muss ich tun bei den Baracken? Einige der generalstreuen Soldaten werden von Clarks Männern in den Maschinenunterkünften belagert. Lösen Sie die Belagerung auf und bringen Sie die Männer in Sicherheit. Okay. Okay. Er hat ja eine der besten Fernkampfwaffen. Deswegen nehme ich den jetzt mal mit. Ich muss nur schauen, dass ich hier vorbeikomme. Wow, das sind doch der Feinde hier. Bist du denn des Wahnsinns? Wie soll ich die denn alle töten? Boah. Das sind nur Feinde überall. Basist. So, probieren wir es mal. Plötzlich hat's abgehört. Ne, geht schon wieder weiter.